Ich sollte mich erst mal vorstellen. Lance Starling. Nur ein leichter Druck auf den Vagusnerv und schon, sieh dir den Knaben an, schlummert selig. Lance Starling, ein legendärer Spion, immer wie aus dem Ei gefällt. Walter Beckett, Abschluss am MIT mit 15, arbeitet im Techniklabor. Es gibt so viele Geräte, die ich im Einsatz testen will, zum Beispiel die aufblasbare Umarmung. Das ist so eine Art Körperschutzvorrichtung, die ich entwickelt habe. Das ist eine äußerst widerliche Vergeudung von Steuergeldern. Das ist Ihre nächste Zielperson. Keiner unserer Agenten kommt an ihn heran. Ich hab da was. Es nennt sich biodynamische Tarntechnologie. Stellen Sie sich vor, ich könnte Sie verschwinden lassen. Hey, Lance, sehen Sie mich an. Dich ansehen? Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. Das ist so cool. Als Taube sind Sie vielleicht ein noch viel besserer Spion. Tauben sind überall. Die fallen keinem auf. Übrigens, Tauben können in Zeitlupe sehen. Das war ja krass. Hat noch jemand eine, Taube gesehen? Und Tauben können bis zu 150 km/h fliegen. Wehe, du wirfst mich vom... Er wird's schon hinkriegen. Nago Kimura. Sterling? Jetzt wird's gleich schmutzig. Also schöne Träume! Ich vermisse meine Hände. We gotta stay! Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Deshalb sind wir so ein tolles Team. Walter, du drückst zu fest. Oh! Was im U-Boot passiert, bleibt im U-Boot.